Hallo an das Waage-Kollektiv. Wir schauen in die Energie der kommenden Woche. Ich bin sehr gespannt, was sich hier für die ein oder andere Waage so abzeichnet. Aber bitte bedenke, es ist ein allgemeines Reading und es kann nicht auf jeden zutreffen. Vielleicht ist auch nur ein kleiner Funken aus dieser Legung für dich relevant. Dafür bitte für dich rein. Wir haben die 6 der Münzen und die 5 der Münzen. Ja, zum einen haben wir hier natürlich ein bisschen Ausgeglichenheit mit den 6 der Münzen, das gebende und nehmende Prinzip. Das heißt, es ist alles in Balance, egal worum es geht. Ja, die 6 der Münzen, die stehen natürlich auch für Hilfsbereitschaft, aber sie stehen auch dafür, eben Dinge zu investieren, Energie zu investieren, in dem Fall vielleicht sogar finanzielle Mittel investieren in eine Angelegenheit, damit sie langfristig ertragreich wird. Es kündigt sich also quasi so ein Anfang, ein bisschen an. Besonders in Bezug auf die 5 der Münzen. Die 5 der Münzen ist natürlich die Karte des Mangels, der Reduktion. Vielleicht sogar möglicherweise des finanziellen Mangels, weil du hier viel investiert hast in eine Angelegenheit. Und das ist natürlich so, gerade neuer Job, vielleicht umgezogen, vielleicht auch die eigene Selbstständigkeit, die hier eine Rolle spielt, die gerade im Wachstum ist und für dich hier in der Situation möglicherweise tatsächlich für einen Mangel sorgt. Vielleicht wäre es aber auch gut, dir hier Hilfe zu holen, weil du vielleicht nicht alle finanziellen Optionen ausgeschöpft hast, die dir zur Verfügung stehen. Heilige Mutter. Und dementsprechend, das sind ein bisschen viele, und die kriege ich auch nicht sortiert, dementsprechend da vielleicht nochmal schauen solltest, was da finanziell vielleicht sogar tatsächlich an Hilfe möglich ist. Vielleicht hast du dieses kleine Pflänzlein ganz ohne Hilfsmittel auf die Beine gestellt und bist dadurch jetzt so ein bisschen in eine kleine Schieflage geraten und benötigst da jetzt Hilfe. Ja, die Hilfe könnte hier auch kommen vom Pagen der Münzen. Und zwar kommt damit nämlich eine gute Nachricht rein, beziehungsweise kündigt dieser auch ein Angebot an, vielleicht sogar ein Geschenk. Vielleicht kommt aber auch damit, denn dafür steht er nämlich auch, sogar dein Geschick ins Spiel, dass sich hier Dinge beschleunigen. Vielleicht ist dieser Mangel aber auch notwendig, um einfach dein Geschick komplett auszunutzen, dein Potenzial voll auszunutzen. Deswegen ist es auch wichtig, und das ist ganz gut, dass die Karte jetzt rausgefallen ist, dass du als Schwertkönigin, egal ob du männlich oder weiblich bist, das ist total irrelevant, hier wirklich klug entscheidest. Und dafür steht diese Karte. Sie steht auch für Unabhängigkeit. Ja, sie steht auch manchmal für Einsamkeit, weil das Gefühl natürlich reduziert ist. Es ist Elemente Luft, gar keine Frage. Aber es ist notwendig. Nicht aus dem Gefühl heraus jetzt in den Mangel reingehen, sondern wirklich mal realistisch sein. Schau dir wirklich mal die Gesamtsituation an. Ist es tatsächlich gerade so schlimm, wie du denkst? Oder siehst du hier einfach nur irgendeine Option nicht, die dir nützlich ist? Die 5 der Kelche ist so ein bisschen das Thema Schmerz zulassen. Ja, Verlust, Trauer, Enttäuschung. Aber sie kündigen auch einen auf der emotionalen Ebene Neuanfang an. Okay. Und dann haben wir hier die 6 der Schwerter. Hier geht es nämlich darum, sich zu verändern und neu zu orientieren. Irgendeinen Weg übersiehst du gerade. Irgendeine Möglichkeit, da bist du gerade blind für. Weil, wie gesagt, du hast hier Angst. Angst vor Verlust, Angst, etwas in den Sand zu setzen. Aber es ist doch gerade erst angefangen. Versau es dir nicht tatsächlich, gerade schon am Anfang. Und geh dadurch auch in den Mangel rein, da nicht weiterzumachen. Und das ist total egal, was es ist. Ob es die Selbstständigkeit ist, ob es eine Ausbildung ist, wo es gerade so ein bisschen schief läuft oder ob es generell ein neuer Job ist, neuer Posten, whatever. Versau dir damit nicht deinen Kampfgeist, deine Energie, deine Balance. Ja, sondern hier ist etwas, was noch getan, umgesetzt werden darf. Beziehungsweise was noch da liegt und genutzt werden kann von dir. Der Ritter der Schwerter, der steht nämlich für Logik. Der steht auch dafür, Argumente zu finden. Und natürlich steht er auch dafür, ja, Kritik anzunehmen, wie ich es jetzt gerade zum Beispiel getan habe, und dementsprechend auch umzudenken. Und zwei hätte ich gerne noch, liebes Universum, für
für die Waage. Die Waage ist nämlich hier wieder ein bisschen unausgeglichen. Ja, wie soll es anders sein? Auch sie möchten hier eine Extrawurst. Aber das soll so sein. Vier der Kelche. Kreative Pause. Aber notwendig, um dich aus dieser Krise herauszuholen. Die kreative Pause auch deswegen notwendig, damit du weiterhin in der Einsatzbereitschaft bleibst. Und mit dem Herrscher geht es darum, ja, zurück in die Vitalität und Stärke reinzukommen, erwachsen zu werden, dir dessen bewusst zu sein, dass Neuanfänge immer erstmal so ein bisschen in den Mangel reinrutschen. Ja, es wird viel investiert und dadurch kommt so ein bisschen diese Leere. Ja, sicherlich fühlst du dich auch manchmal ein wenig K.O., gar keine Frage, aber bleibe in der Energie des Herrschers. Das ist nun mal einfach die Kraft des Männlichen, das ist der Tatdrang, ja. Männer sind Macher. Und dann haben wir den König der Stäbe. Und das ist eine sehr, ja, dominante Person, eine strebsame Person, eine Person, die Autorität hat, eine Person, die führt. Und das sehe ich jetzt nicht als Energie, die zu dir kommt, sondern als Energie, die du werden sollst. Übernimm die Führung, besonders hier für die Anfangszeit. Schöne neue Woche.